Zu kaum einer anderen Jahreszeit wird in der Europaregion jahrhundertealtes Brauchtum mehr zelebriert als zur Fastnachtszeit. Ein besonders eindrucksvolles Schauspiel und farbenprächtige Tradition ist das sogenannte Mullerlaufen in Nordtirol. Grund genug, uns nach Rom, wenige Minuten von Innsbruck entfernt, aufzumachen, wo 2019 der große Mullerumzug stattfindet. Ich möchte euch begrüßen hier in Rom. Rom gehört zu den Märtendörfern. Die Märtendörfer ist Mühlau, Arzl, Rom, Tauer und Absam. Und wir haben heuer den großen Romer Mullerumzug. Und jetzt geht es da gleich los. Und es sind 10.000 Leute da, es sind 800 der Mitwirkenden. Es ist die Hölle los und es ist sicher ein ganz bäriger Umzug. Gute Unterhaltung. Die Hauptfiguren der Roma Mulla stellen die vier Jahreszeiten dar. So steht der Halbweiße für den Frühling, der Melcher für den Sommer, der Spiegeltuxer für den Hochsommer, die Zockeler für den Herbst und die Zottler für den Winter. Jede Figur hat seine eigenen Bewegungen und alle verkörpern den Kampf des Frühlings mit dem Winter, also dem Halbweißen mit dem Zottler. Ja, das Mullerlaufen in Rom funktioniert also so, da kommen davor die Vorboten, das sind die Hexen und die Klätzler und nachher kommen unsere vier Hauptfiguren und wenn nachher zum Schluss der Zottler kommt und der macht den Frosch, das heißt, er geht in die Knie, tut den Oberkörper zurück und nachher steigt noch ein halbweißer Trau, also der Frühling Trau, nachher ist endgültig der Winter besiegt und es kommt also das Frühjahr bzw. nachher danach der Sommer kommen und das ist nachher also wirklich der Höhepunkt. Die Ursprünge des Mullerlaufens reichen weit zurück. Das Brauchtum wird stolz von Generation zu Generation weitergegeben und zieht Jung und Alt gleichermaßen in seinen Bann. Das Mullerlaufen gibt es eigentlich schon seit eh und je, aber wir haben die erste urkundliche Erwähnung von 1642. Da sind speziell die Dörfer Arzl, Rum und Tauer erwähnt worden vom Landesgericht in Tauer. Und das ist eigentlich der erste Nachweis, was man vom Mullerlaufen hat. Die Rumer Muller, also wir haben jetzt im Vereinsbesitz eine sehr alte Larve, die was wir mit der C14-Methode untersuchen und datieren haben lassen. Und die gibt auch Auskunft auf das Jahr 1675, plus minus 40 Jahre, so genau kann man es nicht sagen. Und als keine mehr sagen, da hat es die Rom die Mulla schon gegeben. Kein Wunder also, dass das Tiroler Mullerlaufen seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und die Roma Mulla sind stolzer Teil davon. Dabei unterscheidet sich die Roma Mullerei in vielerlei Hinsicht von den anderen Mullern der angrenzenden Marta-Dörfer. Von der Aufführung her ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Aber wenn man genau hinschaut, kann man schon bei den Kostümen gewisse Unterschiede erkennen. Die Absamer zum Beispiel haben schwarze Zottler, was schon eher untypisch ist. Und auch vom Ablauf her beginnen bei den anderen Dörfern die Zottler zum Beispiel und wir in Rom mit dem Frühling, mit den Halbweißen. Speziell bei uns in Rom ist auch die vier Jahreszeitendeutung. Wir haben jeder Mullerfigur eine Jahreszeit zugeordnet und bei den anderen gibt es nur Sommer- und Winterfiguren. Das farbintensive Spektakel, die prächtigen Kostüme und Larven, die seit Jahrhunderten weitergegebene Tradition und vor allem das intensive Gemeinschaftsgefühl. All das macht das Tiroler Mullerlaufen so einzigartig. Und eins ist gewiss, jetzt kann der Frühling in der Europaregion Einzug halten. Ja, liebe Leute, danke fürs Kommen. Ich glaube, es war ein gewaltiger Nachmittag. Wenn es nicht vier Jahre lang warten möchtet, wenn die Roma wieder 2023 einen Umzug machen, mit denen anwechseln, mit Mils, Absam, Tauer und nachher könnt ihr das jetzt ja sehen. Danke fürs Kommen und pfiat euch.